Lange wurde ein Dokumentarfilm in Deutschland nicht mehr breit gestartet. Jetzt gibt es einen großen Kinofilm, nämlich über Toni Kroos. Es tut mir leid, dieses Wortspiel. Es liegt einfach so auf der Hand. Damit ihr einen kleinen Eindruck bekommt, was da jetzt ins Kino kommt, gibt es für euch hier den Trailer zu Kroos, der Film. Das Faszinierende ist, dass an ihnen Asthma gar nichts Besonderes ist. Nicht besonders schnell. Nicht besonders kräftig. Toni Kroos. Seine besondere Fähigkeit besteht darin, das Spiel anders zu sehen als die anderen. Ich verstehe jeden, der sagt, er hat sie nicht alle, aber wenn ich runterschaue, muss ich weiße Schuhe sehen, ansonsten fühle ich mich nicht wohl. Das sind Socken. Wir lieben es einfach, zu Hause in der Nähe von den Kindern zu sein. Wir leben wie so ein altes Ehepaar. Diese Ruhe, Gelassenheit. Ja, das hat er von seiner Großmutter. Von mir? Auch noch ganz wichtig, was Opa sagt, in der ersten Halbzeit nicht so viel laufen, damit du in der zweiten noch mehr Kraft hast. Das beherzige ich sehr oft. Wenn da ein Riesentalent ist, dann hat man auch den Ehrgeiz, die Kinder in den bezahlten Fußball zu bringen. Mit 16 war er dann weg. Ich habe viel gesessen am Tisch und habe geweint. Ça nous rend adulte très rapidement. Mir wurde eigentlich ganz oft gesagt, wie toll ich bin und wie richtig ich alles mache. Ich habe aber nicht gespielt. In einem Verein muss manchmal harte Entscheidungen treffen. Und das war der harte, vielleicht die falsche. Du hast einen Spieler, der von Bayern München kommt und gerade Weltmeister geworden ist. Was Besseres kann dir nicht passieren. Es hat Spaß gemacht, der Sommer. Da ist keine Nervosität. For him, it seems everything to be in slow motion. That being said, come to Manchester United. I love my life. I am powerful. Große Spieler sind psychisch stark. Im Hirn wird viel mehr entschieden als mit den Füßen. Toni Kroos ist die Idealverkörperung, was das Ausland an Deutschland erkennt. Deutsches Handwerk, deutsche Ernsthaftigkeit, deutscher Sonnenbrand. Einer der größten Dirigenten, der deutsche Fußball je hatte. Ich hätte null Probleme, wenn Felix jetzt bei Real Madrid spielen würde, Weltmeister wäre und wir einfach die Rollen tauschen. Ich auch nicht. Bei Dokumentarfilmen über genau eine Person muss man aus meiner Sicht immer unterscheiden zwischen nämlich zwei Zielgruppen. Einmal die Zielgruppe, die sagt, okay, ich kenne mich schon wahnsinnig gut aus, ich bin ein Experte auf dem Gebiet und jetzt gibt es noch etwas, was zusätzlich für mich geliefert werden soll. Und die andere Seite ist genau eben die Zielgruppe, die sagt, ja, ich gucke gerne Fußball, also jetzt im Fall von Toni Kroos, kenne den Jungen auch, aber habe mich da jetzt noch nicht arg viel mit beschäftigt und freue mich, über einen Film Neues zu erfahren. Denn genau wenn man sich diese beiden Zielgruppen anschaut, wird man feststellen, dass der Anspruch an einen Film nämlich ein komplett anderer ist. Und da bleibe ich jetzt erstmal bei der Seite der Menschen, die sagen, ja, ich gucke gerne mal Fußball, interessiere mich auch dafür, bin aber jetzt eben nicht der absolute Experte. Und da gelingt dem Film wirklich an sehr vielen Stellen ganz großartiges, keine Sorge, das großartige Wortspiel, das kommt jetzt kein zweites Mal in dieser Review, denn der Film schafft es gerade auch sehr komplexe Taktikmanöver, sehr komplexe Grundsätze des Fußballs so zu simplifizieren, dass man relativ zügig auch die Qualitäten von Toni Kroos auf dem Platz auch nochmal wirklich ganz, ganz offensichtlich dargelegt bekommt. Und das ist für mich erstmal schon eine Sache, die sehr, sehr viel wert ist, wenn man den Film nämlich schaut und wenn man denkt so, Querpass Toni, dass man einfach nochmal sieht, okay, deswegen ist er tatsächlich so gut, wie es aber eben gar nicht immer sofort auffällt, wenn man eben einfach nur so nebenbei manchmal Fußball schaut. Dafür werden extrem viele Experten ins Boot geholt, die sowohl aus der Ferne darüber natürlich berichten. Spannend ist es aber natürlich dann immer mehr, wenn man weiß, okay, das ist jetzt irgendwie hinter den Kulissen passiert. Da hätte ich mir insgesamt sogar noch mehr gerade von dieser privaten Atmosphäre gewünscht, denn das sind für mich immer auch die großen Stärken des Films, wenn immer sowas daher vorblitzt, weil ich das Gefühl habe, jawohl, das hätte ich jetzt sonst eigentlich nicht gesehen oder da wurden die Kameras fast vergessen. Das sind nämlich auch die Momente, da hat man wirklich das Gefühl, man trifft auf den Menschen Toni Kroos und eben nicht den Fußballer. Und ja, gerade in diesen Momenten schafft es eben der Film wirklich für alle so ein bisschen den Spalt aufzumachen und eben auch die absoluten Experten zu befriedigen, die ansonsten aus meiner Sicht jetzt nicht übermäßig viel Neues erfahren, wenn man sich mit einer Figur schon auseinandergesetzt hat. Das ist eben ein schmaler Grat, denn wenn man letztlich einen Film über eine Person macht, dann ist man
durchaus auch verpflichtet, so eine komplette Chronologie irgendwie abzuliefern. Aber da soll man dann doch auch manchmal noch ein bisschen mehr ins Detail gehen. Und da wird eine Stärke des Films an manchen Stellen auch zur Schwäche, dass man merkt, einfach Regisseur und allgemein die Macher sind große Fußballfans und sind auch große Toni Kroos-Fans. Und da hätte man manchmal eben noch so ein bisschen mehr nachbohren können. Nicht um jetzt zwingend zu sagen, der muss jetzt total in einem kritischen Licht in jeder Form stehen, aber vielleicht um manchmal noch ein bisschen mehr rauszukitzeln und festzustellen, so, ja, da könnte man noch die Tür ein Spaltchen und ein bisschen mehr aufmachen. Wäre wahrscheinlich für beide Zielgruppen, die ich gerade eben einmal erläutert habe, noch spannender gewesen. That being said, come to Manchester United. I love my life. I am powerful. Große Spieler sind psychisch stark. Im Hirn wird viel mehr entschieden als mit den Füßen. I love my Toni Kroos ist die Idealverkörperung, was das Ausland an Deutschland erkennt. Denn genau in diesen Momenten, die ich eben auch schon mal angesprochen habe, ist der Film eben wirklich am stärksten. Und davon hätte ich eben gerne noch mehr gesehen, noch mehr erfahren. Denn dann schafft es der Film auch, mich auf dieser dokumentarischen Ebene zu berühren. Ob es eine Geschichte über die Familie ist, über die Eltern, gerade da hätte ich gerne noch mehr erfahren. Oder eben auch, wie es eigentlich bei der WM war. So, alle feiern, Angela Merkel ist da und Toni Kroos sitzt eigentlich gerade an der Seite und hat eigentlich was ganz anderes zu tun, weil er noch völlig woanders eigentlich steckt und es eben nicht nur um den großen Sieg ging. Und das finde ich tatsächlich dann wirklich erhellend und erleuchtend. Und da macht der Film eben wirklich oder ermöglicht dieser Film tolle Einblicke, die wirklich am Ende ein großer Mehrwert sind. Es ist toll, dass ganz, ganz viele Superstars dort zu Wort kommen, wie zum Beispiel auch Robbie Williams. Aber da habe ich immer wieder das Gefühl, ja, das ist cool, das auch mal aus dieser Perspektive zu hören, ist aber dann eben manchmal schon so ein bisschen Name-Dropping, dass man sagt so, ja, ich hätte jetzt aber lieber eben noch so aus dem Inner Circle was erfahren, anstatt dass Robbie Williams darüber spricht, warum Toni Kroos so fantastisch ist. Denn das hört man natürlich in diesem Film einige Male und hat es, glaube ich, dann auch relativ zügig verstanden. Deswegen dreht sich der Film in der zweiten Hälfte auch manchmal so ein bisschen um sich herum, sodass man sagen könnte, ja, 117 Minuten oder knapp 2 Stunden hätte man jetzt gar nicht zwingend gebraucht, um auf jeden Fall das zu erzählen, was dieser Film letztendlich jetzt erzählt hat. Und ich hätte gerne eher auch hinten raus noch so einen Ausblick gehabt, dass man vielleicht sogar in ein paar Jahren nochmal zurückschauen kann. So, was ist eigentlich der Status quo, bis er 29 war gewesen und was ist danach passiert? Aber das ist wirklich dann Jammern auf hohem Niveau, denn der Film ist auch handwerklich wirklich gut geworden. Es gibt eben so einen schönen Mix aus Archivaufnahmen, manchmal eben auch aus dem sehr privaten Album. Das sind natürlich immer die Momente, dafür geht man noch ins Kino, dafür geht man wirklich dann hin und sagt, okay, das sind Dinge, die kann ich nirgendwo anders sehen. Das ist wirklich schön gemacht. Gleichzeitig auch wirklich sehr hochwertige Kameraaufnahmen. Ich mag einfach auch die grundsätzliche Inszenierung dieses ganzen Films, wie es gemacht ist. Denn dieser Film hat eben selber auch eine gewisse Ruhe. Er zieht jetzt eben nicht ganz groß auf und geht auf die großen Emotionen und das ist irgendwie alles irgendwie mega fett, sondern er bleibt sehr in dem Charakter von Toni Kroos, nämlich unaufdringlich und sehr zurückhaltend. Das ist auch auf jeden Fall eine Qualität, die man sich erstmal trauen muss, wenn man sagt, wir bringen das Teil ins Kino. Und es gibt jetzt viele Fußballer, die einen sehr bunten Charakter haben, wo man natürlich dann auch genau da sich drauf stürzen kann. Das ist eben bei Toni Kroos nicht der Fall und da hält dieser Film sie aber eben auch genauso zurück. Und das mag ich von der Stilistik sehr. Also, zusammengefasst haben wir auf jeden Fall einen Film, der auf die große Leinwand trotz alledem eben gehört, weil er schöne Bilder zeigt, weil er einfach das Dokumentarfilm-Kino auf eine wirklich coole und Mainstream-taugliche Art und Weise abfeiert. Mit immer mal wieder schönen Geschichten so um die Ecke gedacht, ist aber, glaube ich, trotz alledem mehr für den Casual-Fußballschauer, um ein bisschen tiefer in die Materie einzutauchen. Wer schon tief in der Materie drin ist, erfährt jetzt nicht total bahnbrechend Neues. Ich kann aber sagen, wer sich für Fußball eben auf genau dieser Ebene interessiert, sollte doch einen Dokumentarfilm definitiv im Kino unterstützen, denn so groß, jetzt hätte ich es beide schon wieder gesagt, so groß starten eben selten Doku-Filme. Und wer wirklich deutsches Kino, was mal eine ganz andere Perspektive aufmacht, unterstützen möchte, rennt doch bitte ab dem 4. Juli in eines der Kinos, wo dieser Film läuft. Ich fand ihn sehenswert oder sehr sehenswert, 7 von 10 Punkten bekommt Kroos von mir. Ja.
Ich mochte den. Liebe Grüße, Toni, falls du zuschaust. Immerhin mal jemand, der eine Review verstehen könnte. Ne? Nicht wie immer bei den ganzen Amerikanern. Ich verlinke euch noch, wenn ihr noch so ein bisschen mehr Eindruck von dem Film bekommen wollt, auch wenn mein Kollege Alp hier schon schöne Sachen gezeigt hat, gibt es nochmal das Clip-Special. Da bekommt ihr nochmal mehr einen Eindruck über so den Flow und die Erzählweise des Films oder eben eine andere Review zu einem anderen Film. Schaut da gerne rein und dann sehen wir uns doch hoffentlich bald wieder hier in der Film-Lounge. In diesem Sinne, macht es gut und adieu.